Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Dienstagabend gegen 22.55 Uhr auf der Arnathaltstraße in Kassel. Ein 18-jähriger Fahranfänger war mit seinem BMW vom Wilhelmshöher Weg in Richtung Arnathaltstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich übersah er offensichtlich den heranfahrenden Mercedes eines 53-jährigen Mannes aus Espenau und es kam zum Zusammenstoß. Ein 18-jähriger Fahranfänger aus Warburg war auf dem Wilhelmshöher Weg unterwegs in Richtung Arnathalstraße, hat offenbar die Vorfahrtsregelung dort nicht gekannt und nicht beachtet, ist durchgefahren, hat dabei einen Pkw, der auf der Arnathalstraße in Richtung Rasenallee unterwegs war, seitlich erwischt. Der ist dadurch ins Schleudern geraten, hat sich zweimal überschlagen, ein Fahrzeug noch mitgenommen und beschädigt und ist dann an einer Laterne zum Liegen gekommen. Der Fahrzeugführer sowie sein 30-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Die Rettung gestaltete sich sehr schwierig aufgrund modernster Autotechnik. Auf der einen Seite bot dies den Insassen mehr Schutz, auf der anderen Seite hatte die Feuerwehr aufgrund der stabilen Karosserie Probleme, an die Verletzten heranzukommen. Die Schwierigkeit bei der Rettung war, dass es sich heute bei diesen modernen Fahrzeugen, die sind relativ sicher für die Insassen, erschweren uns, den Feuerwehrkräften allerdings die Arbeit. Wir sind mit unseren hydraulischen Rettungsgeräten schon an der Grenze des Machbaren. Es war also relativ schwierig, die Personen, die Türen zu öffnen und die B-Säule wegzuklappen. Der 18-jährige Unfallverursacher sowie seine 17-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls schwer verletzt und nach einer ärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Anwohnerin Isolde Peppermüller, dessen Zaun beschädigt wurde, hatte bereits geschlafen und wurde durch den lauten Knall buchstäblich aus dem Bett geworfen. Ja, also ich habe schon im Bett gelegen geschlafen. Ich weiß nicht mehr, wie spät es genau war, zwischen 11, 11:30, also dumpfer, ganz dumpfer Knall, bin ich rausgelaufen, habe gesehen, dass das Auto sich gewickelt hat und halt bei uns im Zaun stand. Ja, und dann war natürlich schon viel los hier. Insgesamt waren 12 Kräfte des Rettungsdienstes sowie 10 Kameraden der Berufsfeuerwehr Kassel im Einsatz. Die Arnathalstraße musste für rund eine Stunde voll gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei wird der Sachschaden auf rund 53.000 Euro geschätzt.